Hallo zusammen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei Kai Cunningham. Ich weiss es nicht, warum der Hammer zückt hier. Das ist jetzt gerade nicht gut. Genannt Kylie. So, wir haben meine Bilder gestohlen. Oh! Aber ich habe hier schon wieder mein Rangero-Bild, mein Schöne. Ah! Wann das Geld rausnehmen da? Oh, 15 Franken. Hat mein Besuch aber schön viel gespielt. Das gefällt mir heute, Büserli, heute. Mein Rossfutter haben sie gestohlen. Und mein andere hier auch, vom Wald. Ah, es hat niemand gestohlen. Also ich meine, es hat jemand hier im Haus gestohlen. Aber ich weiss schon, was es ist. Das hat so ein bisschen bei meinem Laptop-Wechsel Problem gemacht. Dann haben sie es irrtun, scheinbar hat es jetzt bei irgendeinem Speicher wieder rausgetatscht. Aber nicht alle. Mein schöner Rangero. Da, schöne Blondine mit einem Mustang. Auch nicht schlecht. Ja, viel gebaut. Jetzt habe ich hier so einen grünen Salon mit einer schönen Blümchen-Tapete. Und die Bilder, die sind ja da seit dem Spielbeginn. Ach, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich bin erschlagen. Dann dachte ich, ich mache mal wieder ein Filmchen. Schnitte. Nein, ich dachte, ich mache mal ein Filmchen, um mich ein bisschen noch entspannen. Und weil ich einfach jetzt schon lange nicht so Zeit für Redwood-Möbel habe ich jetzt auch. Schau mal, für ein Film. Ja, ich bin immer wieder etwas da machen. Da gibt es die Fenster, die ich wähle, gibt es in dieser Farbe, die sind nicht. Sieht teilweise jetzt noch ein lustig aus, das Zeug, aber ich bin auch noch nicht fertig. Das da und das da ist von Anfang an drin, aber ich denke, das kann ich lassen. Das sieht cool aus, oder? Dann da Deko. Ein Bild ist wieder von mir etwas. Also das ist eins, wo drin war. Das habe ich dicht gemacht. Da habe ich mir noch einen neuen Boden jetzt hingetan. Die Küche, die Wand neu gemacht. Dadurch auch neu gemalt. Die anderen Büsel hast du schon wieder leer, die Stellerli. Salami und Brot, ja, das kann ich ein bisschen mitgeben. Wahrscheinlich noch Katzenfutter suchen. Wer hat sich denn da so eine riesige Lasagne gemacht? Da? Lego mio. Da. Pin-Up-Girl-Fotos. Ich stehe ja total auf so Pin-Up-Girl-Fotos. Schlafzimmer hat es auch so eins hier im Haus. Da habe ich noch schön gemacht. Verschiedene Stühle, also zwei von denen. Und zwei von denen. Und dann die, wo weiss, wie die sind. Die zwei, nein, es sind drei verschiedene. Die mit weiss und die mit dem Gold drin. Ja, ich habe gerne so Schnörkeli-Zeug. Ich stehe eigentlich so, wenn ich es will richtig sage, ein anderes Büsseli. Im vorderen Büsseli habe ich mit heute gesagt, was ist, glaube ich, von außen. Rokoko-Style, das ist für mich das Größte, das geht, das Schönste. Hoi, auch Büsseli. Ja, aber noch ein leises Büsel haben, du. Was sind denn die Zünde draussen? Die Bilder sind mal gestohlen, aber die haben jetzt wieder können nie tun. Und habe sogar Grösse noch gleich gehabt. Aber der ist schon gehabt, wenn ich mich gerade das Praline. Was hätten wir da? Oh ja, das Käffeli mit Nusseli. Oh ja, da nehme ich. Meine Hauseltern haben mir schon Käffeli gemacht. Ui, das ist aber nett. Eine nette Kette. Fein. Das ist so ein sottiges Geschirr. So. Mir gefällt ja am besten nicht das mit nur Blümchen, sondern die, die da im Teller innen so ein Picknick oder etwas haben. So ein Landschaftsmöhlenbildchen. So. Also müssen wir da ein bisschen scheffeln. Ich habe da eigentlich ein recht schönes Haus, da kaufe ich mir den, aber ich bin theoretisch fertig. Bei der, wo immer Darling sagt, bin ich da am Arbeiten gsi. Schau mal, das ist echt ein schönes Haus und drinnen, also ich weiss nicht, ich habe früher immer eigentlich gesagt, ich will mal eine Maisonette-Wohnung mit einer Wendeltreppe, weil das ist etwas, was
oben dann Dachwohnung ist und unten eine andere, oder? Das ist eigentlich eine Traumwohnung von mir. Und das hat jetzt Wendeltreppen und ist auch mehrstöckig, das gefällt mir wirklich. Und draussen da mit diesen Liegestühlen, die man da hinten sieht, links, ist mit Swimmingpool und so, ist echt ein schönes Haus. Ich will aber eigentlich jetzt das gar nicht abgeben. Ich glaube, ich muss ja im Wohnen Möbel nicht tun. Da warst du mit einem Parkettboden, ist auch lustig. He? Ich kenne jemanden, den echt hat in der Garage gemacht, Plättli-Boden. So Badzimmerplättli. Also dort war es so, der Mann war saureich und die Frau hat es dann Design. Aber da steht, ich sei fertig, also man kann einen neuen Boden hier tun. Machen wir da noch etwas? Räumen wir den Müll auf? Ja, du, das finde ich schon bei den letzten 5 Mal, als ich da war. Da habe ich Böden gemacht. Es ist so ein Auftrag, wo man alles vorgeschrieben bekommt, das Material. Aber so einteilen kann man sie dann selber. Die Möbel sind, glaube ich, sogar drin. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Also, Schmine ist auch drin. Also, so ein Steak. Schmine ist auch drin. Die Lampen sind, glaube ich, auch schon drin. Aber da, schau mal, das ist doch so schön mit dieser Wendeltreppe. Ich stehe komplett auf so etwas. Gut, ich mit Träumen und nochmal 10 Jahre älter ist dann vielleicht auch nicht mehr so lustig. Hä? Das ist doch schön in dem Spiel. Mal geht's zu. Fernseher mal einstellen, hä? Schau mal, da haben wir eine schöne Aussicht. Das ist wirklich eine schöne Hütte. Ich glaube, ich kaufe mir die dann. Auf dieser Yacht hat man auch einen Auftrag gehabt. Die können wir auch kaufen, wenn man will. Das ist halt schon. Da ist so an Hollywood dahin, an der Hollywood Hill, wo steht Hollywood. Das ist ja ursprünglich von einer Immobilienfirma gewesen, der Schriftzug Hollywood, oder? Und dann hat man es noch einfach so lassen, weil die Hollywood Studios MGM und Metro-Goldwyn-Mayer, glaube auch noch. Und nochmal einer. Sie sind ja dann dort gewesen, auch in Culver City, unten, wo ein bisschen weiter unten ist am Meer. Und dann haben sie gesagt, du, da lassen wir doch einfach gerade für Filmindustrie. Aber es hat eigentlich, ist ein Name gewesen von einer Immobilienfirma ursprünglich. Dann haben sie die Wurst aber irgendwann mal zwischen die weggenommen und dann haben sie es aber wieder hingetan. Und ich meinte, ungefähr in den 90er Jahren haben sie es mal komplett restauriert. Es war nicht mehr so schön gewesen. Und dort war nochmals gedreht, so, oh, darf man das, soll man es wegtun, lalala. Dann haben sie gefunden, oh, das kann man so lassen. Da die Küche ist ein bisschen ominös. Dann habe ich einfach ein Seichzehm gepfuscht. Da steht immer ein Hegmüll, aber, ah, ich habe die Maus nicht dran, da kann ich aber einiges nicht gut machen, jetzt. Ich muss die Maus einstecken, aber das ist das Problem. Ich sehe jetzt nicht wo, und wenn man den Büpp-Büpp-Büpp runtergeht, dann habe ich nochmal ein Problem. Dann muss ich fuscheln. Die Küche hat man eigentlich, glaube ich, auch müssen lassen. Und ich da hinten noch etwas in dem Kämmerli? Nein, das ist gut. Da irgendwo ist ein Müll, aber ich kann schauen, wenn ich will. Es sind auch nicht die Lampen. Oder? Nein. Was machen wir da? Nothing. Da in den Garten kann ich noch zeigen. Kann ich auch nichts machen müssen. Swimmingpool ist doch schön, ne? Die Stühle. Und da hinten die Steinmauer. Ist echt schön. Dann geht es da wieder aus, auch in die Treppe oben. Also ich kaufe mir das Haus auch. Jetzt habe ich da schon 2 Häuser, die ich auch noch kaufen muss. Also so für mich, so wie das, wo wir hier gelaufen sind, wo ich ihn einfach behalten kann. Aber ich da vorne, was muss ich da noch? Badzimmer? Diese gut. Das sieht ein bisschen aus, so eine. Auf jeden Fall nicht schön. Aber ich musste das so müssen machen, scheinbar. Ich bin schon länger nicht da gewesen, aber ich musste sicher müssen so machen. Schreibtisch. Ja, wenn man länger in dem Spiel nicht ist, muss man richtig überlegen. Das Zimmer und dann Wohnzimmer. Nochmal Wohnzimmer. Nein, da bin ich doch jetzt gesehen, aber da macht es mir keinen Haken hin, weil ich den Müll nicht finde. Die anderen Zimmer sind alle gut.
fertig. Ja, das wird es lustig tun. Nehmen wir mal zuerst Größte. Oh nein, nicht rosa. Wie sollen wir das machen? So. Die Wände sind aber auch schon so stiergrau. Wir machen es so. Ja, jetzt will ich aber das nicht so. Und ich jetzt so blöd da hin tun. Ja, was soll ich? Ich kann mir das halt dann nochmal nicht abschliessen und dann nochmal machen. Ich kann ja jetzt das nicht anders. Ich muss nicht dran haben. Ich habe da nur beim Laptop das Ding, oder? Und dann kann ich es einfach nicht wirklich gut brüllen. Heieiei, was ist denn das für ein Tisch? Du, den habe ich noch nie gesehen. Graues Holz. Nehmen wir mal da. Sieht das fast ein bisschen komisch aus, so. Das ist gestanden, grau. Dann nehmen wir so. Beinli. Ja, die lassen wir so. Jetzt blendet das uns gerade. Ich muss den brüllen, aber ich kann den jetzt nicht brüllen. Ich habe es probiert und dann hat es mir gekauft. Du bist lustig. Wie soll ich das machen, wenn ich nicht brüllen kann? Ich weiß schon, wie das geht. Wahrscheinlich. Aber es geht jetzt einfach so nicht. Ich kann es nicht mit dieser Maus. Es hat gar keinen Wert. Wenn wir das mal da hin, dann muss ich halt noch mal da hin. Dann kann ich das schöne Haus noch mal anschauen. Das ist auch nicht schlecht. Dann machen wir da noch Blümchen. Tralala. Das ist schön. Wo tun wir da Blümchen denn hin? Das sieht doch an die Wand, oder nicht? Das muss auf den Tisch schauen. Das wird mir noch lustig, dass wir nicht noch mal dann auch drüllen. Jetzt muss ich das halt ganz blöd einfach so anwürfen. Sieht echt das schön aus. Goldig ist ein bisschen übertrieben. Siehst du, die sollte ich jetzt auch drüllen. Nämlich beide hier hin zum Beispiel. Jetzt muss ich es halt ganz blöd hinstellen. Was soll ich machen? Stuhl. Stuhl inskri. Blau Stuhl. Blau, Weißblüterenzian. Grau, das ist ein Dr. Anwaldstuhl. Beine. Marlenche, Benche, Wekinche. Wie sonst Kinche? Ach komm, dann nehmen wir mal für schwarz, dann kann ich zu schief gehen. Dann muss ich jetzt ein bisschen so hin tun, weil ich das ja sowieso noch mal richten muss.
Nein, nicht zweimal, jetzt hat es mir so zweimal gekauft. Da muss ich halt dann nochmal hin. Wenn man das Sofa hier hin, kann ich rausgaffen. Und den Tisch, den will ich eben eigentlich, dass er so an die Wand ist und der Stuhl so, aber wir können dann auch die Türe ziehen. Das mache ich gerade, sonst vergesse ich das. Ich muss ihn gar nicht drehen, sondern so ein bisschen vorziehen. Und den Stuhl muss man halt dann drehen. Den Stuhl da hinten, ich kann den jetzt nicht drehen, aber... Oh, jetzt hat so das Blümchen weggetatscht. Das könnte man noch ein bisschen zurücktun. Das ist ein bisschen zu weit vorne. So geht es doch das, oder? Ja, da könnte man sogar noch ein bisschen mehr retour. Aber das kann man auch mehr an die Wand. Das kann ich auch richten. Das muss ich jetzt nicht drüllen wie verrückt. Da ist ein Problem mit der Tür, aber es langt jetzt einfach gerade noch knapp. So, und dann den Stuhl drüllen und die Dinge. Da kann ich eins so lassen und das andere so oder beide so. So ist nämlich der Plan. Braucht es auch kein Licht. Aber das Blümchen nehmen wir wieder. Das Blümchen. Das Blümchen müssen wir wieder haben. So. So. Ist doch das schon mal nicht schlecht. Jetzt bin ich aber, glaube ich, fertig. Ne? Weißt du, das ist schöne Hütte und das sind schöne Möbel und alles. Mal, da oben ist im Fall auch schön. Ah, ist jetzt ein bisschen lustig, da oben zu laufen. Das steht dann, wenn ich voll goldig mache. Die Frau sagt immer Darling, wenn du etwas sagst. Darling. Also ja, jüngere Leute wissen nicht, was das genau bedeutet. Das hat früher noch so die ein bisschen Etepitete, schau, da sieht man es jetzt besser. Und ich gesagt, das ist wieder Hollywood-Schriftzug. Früher in den Filmen, wenn so eine so eine, nicht eine edle Lady, sondern so eine etepetete Lady gespielt hat, dann hat die immer allen gesagt, Darling. Das kommt so ein bisschen von dort her. Da ist es die Aussicht nochmal von oben. Das ist wirklich fantastisch. Hey. Schau mal, aber es ist recht gestopft hey, mit hellem. Helilandeplatz, das habe ich eigentlich auch müssen. Nur die Wände, so wie sie gesagt haben, und sonst gab es noch die Divani und da auch. Wir hätten wirklich nicht viel müssen machen müssen. Da, die Divani, glaube ich, müssen hier tun. Und da müssen alles ein bisschen hier tun. Da habe ich die Büchergestell so hin tun. Die Staffeleien, da ein Stuhl. Blümchen hat man, glaube ich, schon gehabt. Den Tisch hat man müssen hier tun und die Stühle. Und da, wie es aussieht, dann durch wahrscheinlich auch wieder keine Maus. Ah, mal, da kann man auch die Staffelei. So war das gedacht. Schön, ne? Kann ich da nicht mehr grillen? Das habe ich bei meinem anderen Laptop können. Und möchte das umstellen? Ja, ich mache lieber nichts. Sonst ist noch vielleicht wieder Gattensrauf etwas drin. Oh mein. Da muss es sein. Das ist aber nicht so ein schöner Kasten. Geht nicht auf. Das ist alles, das hätte man da lassen müssen. Den Sitz hätte man hier tun müssen. Hier das Bad. Ich weiss gar nicht, ob die Dusche hier nicht amüsiert oder nicht. Ich weiss, ob da etwas löschen, wie war nicht viel. Sorry. Lala, ja, das wird lustig da oben. Hui, aua. Volle Scheibe hier, du, das tut wieder gut. So, da hat man, glaube ich, den Boden müssen machen. Da in dem Kino hat man nur die Boxen hin tun, da.
dann die Rabenmusiker, die haben ja so blöd angestellt, das kann ich auch noch schöner machen. Die zwei Boxen. Für Dolby. Dolby Surround. Hat man da überhaupt etwas müssen machen? Ah, das ist die Stube da. Dings da, so ein Ding, Stube-Ding. Da habe ich wieder keine Muskel, den kannst du mir noch anders anstellen. Dann ist das Schlafzimmer und das Bett, will ich so anstellen, weil die Lampen sind da so. Und die Tabla. Da habe ich aber ein super schönes Bad müssen machen. Und, was ist das? Ein Scored-Bild. In dem Fall bestimmt ganz schön viel Klicks bekommen gegenüber sonst. Ich habe es zwar ein bisschen da mit der Breite ein bisschen verzogen, scheint es ein bisschen blöd schmal, aber ist gleich. Von dem Winkel, wo ich die Foto gemacht habe, sieht es immer noch gut aus, aber der Marmorgranit, ja, eh noch gar nicht, das ist wahnsinnig schön da. Den musste ich nehmen. Das Bad, der GC-Deckel habe ich ausgewählt. Ich glaube, wo ist das Gesicht auf den Spiegel, ich muss auch nicht tun. Und die Türe. Schon gut. Ah, dann muss ich aber schon noch mal hier. Ich muss das dann für die Möbel noch richtig kriegen mit der anderen Maus dran. Gut, dann würde ich, wie mache ich jetzt da? Wenn ich jetzt nicht will gehen. Ja, du, wenn man schon lange nicht mehr war, zurück zum Büro. Möchtest du? Ja, ich würde schon gerne speichern. Ich muss jetzt erst dahin, sonst kann ich keinen Anruf nehmen. Loading. Jo. So, Adeli. Soll ich mal da schauen? Da, ich schaue mal, was da noch hat. Ich da dann fertig bin. Aber ich sollte das schon zuerst machen, sind noch viele wieder. So, viel jetzt nämlich da nicht mehr, was ich noch machen muss. Ah, das Büro abgefackelt ist mal selbst für dich. Jetzt mir einfach dort, wo so Probleme gehabt und Speicher gelöscht haben, jetzt muss ich habe das je kopiert, original, aber es hat mir nicht mal alles je durchgehabt. Ich glaube, das war da. Also, ich muss schauen, dass ich die heute noch mal finde. Da, das hier. Auf erscheint das echt erst, wenn ich da fertig bin. Ich habe hier noch drei Zeichen. Habe ich drei Häuser nicht fertig hier? Ich weiß es nicht so genau. Da haben wir schöne Hosen. Das ist das erste, was wir haben. Da käme dann das an und dann eine schöne Villa, die ich auch gerne will haben. So ein paar Häuser verkaufen. Ich habe doch mehr als zwei Häuser verkauft. Ich habe mehr als zwei Häuser verkauft. Wieder los. Schon sag ich jetzt, den Speicher hast du wieder gelöscht. Ja, was machen wir denn da? Die man renovieren sollte. Das kommt mir jetzt gar nicht so bekannt vor. Ist da etwas Neues? Hafenlager. Ich habe da jetzt wieder ein bisschen neue Häuser gekriegt, ne? Ist das da von der alten Frau, das Schöne? Oder da?
Karten nach Hausbau, das habe ich doch auch schon gemacht. Ah, das ist so gesehen. Hat schon schöne Häuser, muss man schon sagen. Das da habe ich auch schon gemacht. Das ist auch noch, ah, das kann ich doch jetzt nicht mehr sehen. Das ist auch noch schön gewesen, wenn ich es gemacht habe, inwendig. Stadthaus wohnen, das kommt mir auch irgendwie nicht so bekannt vor. So. Ja, was mache ich jetzt da? Ist da noch etwas? Nein. Ja, wenn er mit Update ist, wobei jetzt die meisten Updates sind doch jetzt auf Dings gewesen, wie sagt man. Da hat sicher nichts mehr Neues, oder? Da bin ich doch fertig mit diesen Sachen. Sunset Bay. Naja, die haben wir doch alle gemacht. Ja. Das ist bon. Und mich jetzt nur so, dass mir da drei Jahre gibt, aber da hat es wieder ein Speicherproblem gehabt. Ich kann das dann ja schon eintun. Aber ich habe vom letzten Haus, dort bin ich in dem verbrannten Büro gewesen und habe schon recht viel gemacht und das ist noch einfach irgendwie verschwunden. Und scheinbar da auch, aber wieso gibt es mir 3 Jahre? Vermutlich erst wieder gesehen, wenn ich das andere wegtue. Ja, dann muss ich jetzt bei dieser Frau das weg, so zurückgeben da. 99%. Schön Haus, ja, nur kauft mir den. Wie heisst das? Die, wo immer Darling sagt. Klippenhaus. Haus. Ich muss halt einfach schauen, ob ich das jemals wieder finde. Wir machen fortsetzen und dann muss ich halt sagen, du, ich bin fertig, gell, du. Das ist nicht ganz so spannend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber ja, nur. That's life. Oh, 30.000 Stutz habe ich bekommen. Ja, ich kann nicht abschließen, wenn ich ich finde den Müll ja nicht. Jetzt muss ich noch Fotos machen. So sieht man, wie es vorausfährt und wenn ich es dann noch machen muss. Das ist gerade das Zimmer, wo sie sind. So. Kann man so schreiben. 30.000 Stutz ist nicht schlecht. Da gar nicht viel müssen machen, wirklich nicht viel. So. Lamine. Lamine. So, gleich bin ich wieder da in meinem Salon. Aber irgendwo jetzt noch, habe ich so, gibt's mir zwei Häuser noch an. Seit dort ein Zeichen gemacht haben mit dem, dass er Speicherzeugs gelöst hat, ist das einfach irgendwie komisch. Da ist doch das Büro gewesen, eins von beiden bin ich doch da gewesen. Komischerweise gibt's mir das aber so noch an. Nehmen wir mal das. Was will der? Ausgezeichnet, Gang. Ein Geschäftsmann mit ausgezeichnetem Geschmack sucht nach einer geeigneten Wohnung in der Nähe seines Firmensitzes. Hat das nicht schon gemacht? Darum hat er diese gekauft.
war diese, ihr ganzes Hofhaus, die zuvor einem freier, freudigen Chefredakteur eines berühmten Angelmagazins, das halt auch schon kam, gehörte. Zufällig wohnt gleich um die Ecke auch eine besondere Frau. Oh, besondere Frau ist immer gut. Christopher hat bereits ein paar Ideen, die er hier gerne umsetzen würde. Ja, dann nehmen wir da mal. Mal schauen, ob das für eine besondere Frau ist. Für den haben sie gerade gesehen, Haken, und das Haus ist aber noch weiss am Leuchten. Sie war schon weggedruckt da. Wenn er das Tuch ist. Was ist das für ein Tuch? My schedule is tight, but I wanted to drop in and walk you through the job. I like to have full control of the situation at all times. I only have a few minutes. The helicopter is waiting and its engines are still hot. Du, ich bin mit dem Hubschrauber mit dem Helikopter da. You need to clean it thoroughly. For furnishings, pick something stylish, top class only. Stylish muss schon sein. Bist du so männlich stylisch, Tuso? I need a room for my suits and ties. I want you to turn this area into a spacious wardrobe. I've left specific instructions. Mach noch lange, sondern wir zum Brümlich. I'll pay you when you deliver your side of the agreement. I know you will fulfill the terms precisely. Weißt du, das ist ein Brat, About this room, I would like to keep some things discreet. I trust my secret will be safe with you. Ja, du bist auch ein Geheimnis, du. Ha! Männliche Tussi. Das habe ich gar nicht gehört. Was will er da, der Latschi? Ah, Moment da. Gemälde. Also da muss ich noch Dinge hin tun. Nichts verkehren. Das Zeug kann ich da lassen, das passt dem her. Der Boden auch. Was ist da? Räume den Müll auf. Ja, Papa, la Papa, ich habe Müll. Nein, nicht das. Gehen wir. Wieso habe ich da noch einen Spachtel? Das heisst, ich muss wenig machen. He? Ja, aber nur, wenn man es verticken. 38 Sachen verkaufen, du, das wird lustig werden. Da du auch. Wieso sollte ich das verkaufen? Das hat teilweise, schau mal, da 100 Jahre geht durch, das ist noch lustig. Ja, wenn das nicht verkauft, steht dann wieder, da, jetzt noch Müll, du Geld. Der Tisch muss ich lassen. Die Torten, das ist eine neue Sache, das habe ich noch nie gesehen, dem Spiel. Muss ich den verticken, da, den Tisch? Wahrscheinlich, ja. Jetzt müssen wir nachher wegnehmen, es geht länger dann. Oh gut, ich kann es ja so machen. So, es geht nämlich schneller, wenn man es so macht, als wenn man es vertickt, weil so Zeug ist eher mit kein Geld mehr. Und für den Prahlhans müssen wir nicht noch sparen, der hat nur Kohle. Kann ich das auch weg tun? Dicke meine mehr. Ist das lustig? Der Licht hier an der Wand ist auch noch cool. Wenn ich es wegnehme, dann nicht. Verkaufen? Nein, da weigere ich mich. Macht denn das jetzt extra blöd? Nein, die Aussicht, alles zugebaut, hey. Und dann prahlt er noch so. Ach, herrje. Aber ja, also, es gibt schon so. Also, da sind die Juppies noch heilig. Es gibt schon so Leute, da muss ich halt bestimmt schon gekauft. Ja. Da sind die Juppies noch heilig gewesen früher noch. Ja, so, nicht so dachse. Das würde mich nicht wundern. Ich sage, glaube ich, schieben Mythen dazu. Die komischen Bilder, die ich auch noch. Lampen? Da drüben? Nein. Wo ist denn da Kronleuchter? Da drüben? Ja? Jetzt habe ich schon alles verkickt. Herrlich.
ja gut, von mir aus. Ich da Klump von dem Mann. Vermutlich ist Scheiße Ding unter dem Boden. Es war zwar auch schon ganz komisch gewesen. Und dann ist nachher von außen irgendwie etwas am Boden unten. Ich habe im Haus hineingeschrieben, dass ich das auch schon gehabt. Und ein bisschen drauf fassen, das wäre möglich. Also jetzt lassen wir ihn wegnehmen und ich muss aber auch nicht vorgehen, dann muss ich da vorgehen. Hä? Nein. Da hier? Die 200-jährige Tortenstückchen. Die könnte man jetzt in den Kühlschrank tun und sagen, oh da, hat man eine Bäckerin, hat man frische Torte gebracht, kannst du die essen? Hä? Nein, der geht mir jetzt wirklich den Sack dort. Man merkt's, hä? Ja. So, jetzt sehe ich da nichts. Bin ich jetzt da nicht um die Ecke rum da? Bin ich in der Nacht ganz dick geworden, plötzlich wieder wie? Da hat es noch ein Bullet gehabt, kann man das haben als Mod? Das hat mir noch gefallen. So Ess-Items. Mei, die Gläser, du. Die machen immer die größte Sauerei. Jetzt muss ich den da sicher noch putzen. Mit dem verreisen sie nachher. Was kostet die Welt so in dem Stil ungefähr? Da jetzt doch noch etwas, ich komme einfach nicht da dran hin. So jetzt aber. Ah, 96%. Ja, das ist jetzt eben wieder so. Ich sehe es hier nicht. Irgendetwas da hier. 97%. Oh, jetzt macht es das aber spannend. 98%. Nein, nicht das Umstellen da. Ich muss jetzt noch schauen, wo da noch etwas ist. Tu doch das weg. Ja, ich mache ja auch nichts. Schreibt mir nicht so Geschichten hin. Da. Ich will einfach nur schauen, was man noch weg tut. Ja, da liegt jetzt irgendwo noch ein Hurenklump umeinander. Hm. Ich will es nicht finden. Da, das da. Ah, jetzt ist schon das andere Zimmer wieder. Ja, nun. Na, morgen. So, tralala. Vielleicht ist auch unter dem Divan etwas, das könnte auch dort sein, so. Das Zeug nicht Luft, oder? Ist manchmal etwas drunter. Das muss ich auch verticken. Nein. Wie viel haben wir da noch? 71%? So viel? Wo liegt denn da so viel Zeug? Scherben. Das ist so etwas. 74%? Doch, ich glaube, ich sehe nichts mehr. Wir tun auch die Augen wie auf dem kalten Wetter. 83. Da die alte, schöne Torte, 88. Tja. Gegenstand kaufen. Die Glucki-Gläser. Das ist noch nicht alles. Oh, das ist da noch. Ich wollte das eigentlich stellen, weil es gut aussieht, aber eben dann heisst es doch. Drin hat es doch kein Zeug. Da kann es nicht sein. Und das auch wegtun. Hey, warte mal.
Gott weiß wirklich nicht. Du. Sind das echt die Dienste oder noch? Nee. Tja, keine Ahnung. Messer sind es auch nicht. Die Lampen. Die Halogen-Dings. Ja, noch gut, ich werde es nicht wissen. Gehen wir mal schauen, wie die heute oben aussieht. He? Das ist ein Betonbau. Ja, da geht es gerade weiter mit Blumen. Kann man das so picken? Ich glaube schon. Tapet. Das da, Boutique, zeige mal. Naja, da da. Glucki, Gluck, überall Gluck. Das ist ein Alkoholikerpack in dem Kasten. Dunkle Fischgräten und Walnuss. Weiß ich nicht, mein da liegt einer da. Die Lampen noch weg. Wahrscheinlich. Was da? Store Nixe. Gut. Ach Gott, die Schüsse, da ist so assi wieder in dieser Hütte da. Räume den Müll auf, verkaufen. Was ist da? Nö. Also es handelt sich da wirklich nur ums Bett. Gut. Okay, da haben wir ja auch nicht allzu lang. Packung Milch, oh, da wird mal schön stinken. Säurelt denn so schön. So. 90%. Wo hat es denn da noch gelungen, das da? Ein Bett. Ein Christian-Bett. Einmal da. Nur vorne. Weißt du, kann man so lassen. 60% legt der BH hin. So tolle Dollar-Titte. Oder Lolo Ferrari-Titte, die ist ja dann schlussendlich da gestorben an dem Seich. Vor allem in den 90er Jahren wäre das interessiert. Irgendwo hat es noch etwas, he? Da unten. Gut, das haben wir schon da. Es ist so dunkel, das ist nicht so. Das ist der, der noch das Bett will. Ist denn das schon fertig, die Wohnung da? Und da ist auch noch mal ein Schlafzimmer da. Da ist noch rum. Verkaufen, Schrank. Ja, da. Und da, da. Jetzt blendet es wieder. Und dann da nix, diese nix verkaufe. Ja, wenn ich muss nicht tragen, jetzt war das jetzt nicht zu viel. Ui, jetzt hat er bestimmt hinter mir. Dann ist das schon alles. Da hinten die Tür. Sind wir da schon gesehen? Die Tür. Was ist da noch? Verkaufen. Nein, das muss ich gerade nochmal führen, nicht? Da da nicht, he? Okay, da da, okay. So. Ochse, will er denn? Und so andere Zeug verticken.
my ass real quick. Schau dir das so viel Glück. Furchtbar. Dann hier da Lampen an, alle. Und da steht so ein Projekt, war nicht doch schon. Ah, das Ding da. Oh, jetzt wollen wir schauen, was von dem Arsch steht. Das ist schön. Räumen wir den Müll auf. So, und wo ist eine Million Sachen kaufen? Das ist kein schönes Haus. Das war nicht gruselig. Ledersofa, Kuba, Opla. Musst du schnell nichts mehr putzen? Ja, ist das. Aber der Stuhl da, der ist doch noch so dreckig. So, jetzt kommst du da zum Vorschein, wenn die Sonne scheint. Da ist wie ein Warenlegen. Die Stübel hat irgendwie etwas danach und einmal sind der Wohnung kommt es auch, wenn die Sonne scheint, zum Vorschein. Ja. Fies auf dem Boden sieht man es nicht einmal recht. He? Ah, ich sehe es da auf der Platte da drauf. Da. So, ich glaube, da muss man dann eigentlich nur noch Zeug kaufen. Gibt das heisst. Nein, das Haus gefällt mir nicht. Ja, da steht ja auch noch eine Sache kaufen, da ist auch überall so gestanden, als es heisst. Ja. Ich kann da mal anhocken und denke schon, Schüsse. Nee, Gigi. Aber die Lichter sind schön. Die habe ich noch gar nie gesehen, die würden mir jetzt noch gefallen in meinem Haus. Wenn man es abmacht, dann sieht es schöner aus, wenn man es anlässt. Ja gut, dann sind wir hier in dieser Hütte und da sehe ich gerade noch etwas. Das muss ich gerade machen. 97% hat immer noch einmal zu etwas. Manchmal sieht man es nachher eben einfach schier nicht mehr. Gerade da, wenn das jetzt so ist, wenn es da Sonne sieht, ist es gut und zum Schluss damit. Ja, vermutlich ist da drunter noch irgendwie etwas. Nein, nicht einmal. Da ist halt da hinten etwas. Ja, nur wir werden es jetzt nicht einfach so gut wissen. Muss man halt dann schauen. Weiß auch nicht. Ja, dann stellst du es halt jetzt dort hin. Ist mir jetzt eigentlich gleich.
Verkaufen, ah, da muss ich ja noch so viel verkaufen, das kann ich noch schnell machen. Da steht aber, ich kann das nicht verkaufen. 27 Sachen muss ich verkaufen. Oh, die schönen Lampen. Das machen wir nicht jetzt. Und es sieht nur alles so dreckig. Wir danken für euch. Also, da ist alles dreckig, ja, höchstens. Naja, also ich muss jetzt abmoderieren, falls noch jemand dran ist. Da. Also da sage ich danke fürs Zuschauen. Ich bin jetzt dann gleich so weit für die Live-Sache, die ich gesagt habe, mache ich dann. Ich habe noch eine technische Sache nicht einmal. Ich muss mich noch entscheiden, mache ich einen neuen Kanal für das oder nicht. Und da bin ich noch nicht so sicher. Dann würde ich sagen, bis nächstes Mal in irgendeinem Spiel, weiß noch nicht genau, vielleicht einmal GE wäre noch etwas. Ich habe LS19 ein paar Sachen gemacht, aber ich weiß nicht, ob wir es noch wieder schauen oder nicht. Und ich könnte sonst aber auch von sonst einem Spiel wieder etwas machen. Ich habe letztes Jahr auch LS19 gespielt, also das ist jetzt so eine Sache für sich. Gell? Dann sage ich einfach Kiss und say goodbye. Ciao zusammen, bis nächstes Mal. Merci.